Hier soll es darum gehen, wie man die Länge eines Vektors berechnet. Und für uns sind eigentlich nur zwei Fälle relevant. Und zwar einmal das zweidimensionale, das kürze ich hier mit 2d ab. Also dann haben wir Vektoren der Länge 2, also zwei Einträge übereinander. Wenn man jetzt die Länge eines Vektors berechnen möchte, deutet man das damit an, dass man einen Vektor in sowas wie Betragsstrichen schreibt und berechnet wie das folgt. Wir nehmen die Einträge und quadrieren diese. Von den Quadraten bilden wir die Summe und das, was daraus kommt, davon wird eine Wurzel gezogen. Machen wir ein Beispiel. Sagen wir, ein Vektor v hat die Einträge 1 und minus 3. Und dann wollen wir die Länge des Vektors v haben. Dann quadrieren wir die 1 und dann quadrieren wir die minus 3. Da ist es ganz wichtig, dass wir auch das Vorzeichen quadrieren. Und daraus ziehen wir die Wurzel. Und da muss man wissen, in welcher Reihenfolge man das Ganze durchführt. Also das Potenzieren geht vor den Strichrechenarten. Also 1 zum Quadrat ist 1 plus minus 3 zum Quadrat ergibt 9. Da bei minus 3 mal minus 3 sich das Minuszeichen dann aufhebt. Und dann ziehen wir die Wurzel. Und was rauskommt, ist die Wurzel aus 10. Das könnte man noch irgendwie ausrechnen und dann aufrunden. Aber wenn wir das so lassen, haben wir ein genaues Ergebnis. In dreidimensionalen geht es im Prinzip genauso. Dann nehmen wir einen Vektor w mit den Einträgen w1, w2 und w3. Und die Länge eines dreidimensionalen Vektors wird eigentlich genauso berechnet. Man nimmt die Einträge, quadriert die und bildet die Summe dieser Quadrate. Und am Ende wird daraus die Wurzel gezogen. Und auch hier machen wir ein Beispiel. Der Vektor v möge folgende Einträge haben: minus 3, 1 und 2. Und dann ist die Länge von w die minus 3 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat und daraus die Wurzel. Minus 3 zum Quadrat hatten wir gerade eben, das ist 9. 1 zum Quadrat ist 1 und 2 zum Quadrat ist 4. Daraus die Wurzel. 9 plus 1 plus 4 ergibt 14. Also die Wurzel aus 14.